Hallo Liebchen, ist das nicht aufregend? Innerhalb eines Tages sind unsere Leben so viel geschäftiger geworden. Aber um bei den ganz neuen Projekten nicht den Überblick zu verlieren, müssen wir Buch führen. Und wie es der Zufall will, bin ich ein Buch. Deshalb dachte ich mir, dass ich dir dabei helfe, deine Ziele im Auge zu behalten. Ich zeige dir, was ich meine. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Grow Song of the Evertree. So, drücke B, um Diara zu öffnen. Ich behalte für dich den Überblick über deine Ziele, Quests und Distrikte. Mit Q und E kannst du auswählen, welchen Bereich du erforschen möchtest. Immer wenn ein neues Ziel auftaucht, notiere ich es auf meinen Seiten. Wähle es mit der linken Maustaste aus und untersuche die Umschläge mit der Maus. Wenn du mehrere Gegenstände erforschen möchtest, kannst du mit Z und X umblättern. Z und X, die sind so weit auseinander. Und wann immer du ein Ziel abschließt, gebe ich dir ein hübsches Abzeichen und ein paar Preise. Wer sagt, dass Arbeit nicht auch Spaß machen kann, was? Oh, sieh nur, Gameplayerin hat bereits ein paar Ziele abgeschlossen. Wähle das abgeschlossene Ziel aus und drücke die linke Maustaste, um deine Belohnung abzuholen. Ah, okay. Du bist ein wahres Naturtalent im Pflanzenpflegen. Beanspruchen. Prinzessin-Tapete. Jetzt kommen wir der Sache schon näher. Jetzt geht es nämlich wirklich so ein bisschen Richtung My Sims. Finde ein Werkzeugset, das habe ich gefunden. Finde einen Kescher und eine Angel. Gönn dir eine Mütze Schlaf, haben wir auch gemacht. Tröstend. Okay, die pure Essenz. Was auch immer. Gönn dir 10 Mützen Schlaf. Okay. Ja, der Rest, wobei, da können wir auch mal gucken. Grotte des Alchemisten. Übrigens, vorhin habe ich draußen etwas Kleines und Rothaariges gesehen. Keine Ahnung, was es war, aber hoffentlich ist es nicht unhöflich. Hm, klein und haarig? Sind sie tatsächlich zurückgekehrt? Gameplayerin, du solltest rausgehen und nachsehen. Okay. Aber vergiss nicht, Gameplayerin, sei ganz vorsichtig. Du willst sie schließlich nicht verscheuchen, wenn du die Tür aufmachst. Ach du lieber Gott, ein Immerling. Es ist wirklich ein Immerling, oder Schatz? Ich hatte schon befürchtet, dass wir den letzten damals, nachdem die Dürre den Baum überwältigte, gesehen haben. Und doch ist hier einer. Mitten in unserem Garten. Aber wieso? Ziemlich scheu, nicht wahr? Wir wollen schließlich nicht, dass er sich einfach in Luft auflöst, bevor wir mehr erfahren. Gameplayerin, ich denke, wir müssen einfach herausfinden, was der Kleine hier will. Geh und sprich mit dem Immerling, Gameplayerin. Beeil dich und verfolge den Immerling. Ja, wo ist er denn jetzt? Da oben. Oh. Hi. Wohin denn? Gasse. Aha, ein geheimer Ort. Hey, komm zurück. Schnell, Gameplayerin, folgt dem Kleinen. Aber sollte Gameplayerin nicht erst einmal die Sicherheitsvorkehrungen überprüfen? Keine Zeit, der Immerling entkommt uns. Wenn du darauf bestehst. Folge dem Immerling durch das Portal, Lehrling. Hilfsbereiter Immerling. Wow, du bist mir tatsächlich durch das Portal gefolgt.
Puh, ich bin froh, dass all das Herumspringen funktioniert hat. Oh, aber wo bleiben meine Manieren? Willkommen in wo auch immer, Baumpfleger. Häuptling, der älteste und vermutlich weiseste von uns Immerlingen, würde dich sehr gerne treffen. Du kannst Häuptling in der Mitte des Dorfes finden. Folge dem Pfad, dann scharf links, geradeaus, dann ein bisschen nach rechts und schon bist du da. Wenn du dich verläufst, folge einfach dem großen, hell leuchtenden Lichtstrahl. Ja, das hätte er eigentlich auch vorher sagen können. Okay, jetzt beeil dich. Wieso? Ist das auf Zeit oder was? Hilfe? Gut. Hi. Hallo. Guten Tag. Ich bin die Gameplayerin. Komm ich denn da hin? Ah, hier rüber. Was war das denn? Das hat ja so ein Ausrufezeichen gehabt. Baumpfleger, du bist hier. Es ist so lange her, seit uns ein Großling in wo auch immer besucht hat. Es war der Immerbaum, der uns zurück nach Alaria gerufen hat. Wir haben sein Flüstern gehört. Er sagte, in den Herzen seiner Kinder wüchse noch immer die Hoffnung heran. Und hier bist du. Wenn du Hilfe brauchst, kannst du immer zu mir kommen. Okay. Immerlinge? Wir waren einer der ersten Jünglingsstämme, die ins Leben gesungen wurden. Deshalb wurden wir nach der Quelle unserer Existenz, dem Immerbaum, benannt. Wir sind oder waren die Hüter des Herzens des Immerbaums. Als seine Hüter können wir seit jeher mit dem Immerbaum kommunizieren. Doch als das Lied zerbrach, übermannte die Dürre sein Herz. Bevor er verstummte, rief er uns noch ein letztes Mal. Er bat uns, uns selbst zu retten, Alaria zu verlassen, bevor es zu spät ist. Von da an hörten wir den Baum nie wieder. Wir dachten, wir hätten versagt. Wenn du Hilfe brauchst, kannst du... Achso. Wo auch immer? Wo auch immer ist unser Zuhause. Es kommt tatsächlich mit uns, wo auch immer wir hinwollen. Deshalb konnten wir auch fortgehen, als die Dürre die Oberhand gewann. Und als der Immerbaum uns zurückrief, bat er uns, dir zu helfen. Wir sind erfinderisch, weißt du? Wir haben findige kleine Hände und bauen gute Werkzeuge. Vor langer Zeit halfen wir eurem Volk, seine Heimat unter dem Baum zu errichten. Aber es ist lange her, seit wir zusammengearbeitet haben. Wenn du Hilfe brauchst, ja, ist okay. Das Lied wissen wir ja schon. Baumpfleger? Du bist ein Alchemist von Immerherz, oder nicht? Das macht dich zu einem Baumpfleger. Eure Alchemiegilde war die einzige, die sich je wirklich um den Immerbaum gekümmert hat. Genau wie um das Wohlbefinden der Welten, die auf seinen Ästen wuchsen. Auch die anderen Gilden strebten nach Fortschritt, doch ihr eigener Nutzen war ihnen am wichtigsten. Ihr Baumpfleger habt verstanden, dass alles in einem Gleichgewicht existiert. Ihr nehmt nur, was ihr braucht, und gebt auch etwas zurück. Eure Gilde war damals nicht sonderlich beliebt. Kinder, Großlinge, ja gut, das erklärt sich ja letztendlich von selbst. Ja, ich möchte die Reise fortsetzen. Solange du hier bist, können dich einige meiner Immerlinge um Hilfe bitten. Viele haben vorher noch nie einen Großling gesehen, also bitte, sei nett zu ihnen, wenn es geht. Doch bevor du gehst, nimm bitte diese Werkzeuge. Wir schenken sie dir. Das ist unsere Art, dich auf deiner Reise zu unterstützen, Baumpfleger. Ein Kescher zum zum Fangen von Käfern. Und eine Angel. Perfekt, dann kann ich das nächste wieder einlösen. Häuptling Fischerling verbringt die Zeit an der Spitze des Wasserfalls. Und hier sind wahrscheinlich die Käfer. Ja. Fangling steht entnervt im Hain. Farmling schlummert auf der Wiese. Giesling wartet im Melonenfeld auf Hilfe. Brohling lässt seine Muskeln auf dem Hügel sprechen. Heckling bereitet in der Nähe des Pilzbeets eine Suppe zu. Zum Schluss ist da noch Kinderling, der in letzter Zeit sehr erschöpft scheint, aber nicht sagen will, warum.
Vielleicht hilft es, mit einem Außenstehenden zu reden. Sprich mit ihnen. Ja, genau. Das wollte ich auch machen mit dem Einfordern, aber das ist cool. Dann weiß ich schon mal, dass man immer eine Info bekommt, wenn man was einfordern kann. Hängender Laternenmast, okay. So, die kann man... Okay, nächstes Kapitel. Also denke ich mal, dass man da erstmal wieder neue bekommt. Ja, sehr schön. Wenn du... Was? Reiz zum Einfordern? Ich habe doch nirgendwo gehabt, dass ich mit ihm reden muss. Hä? Hä? Ach, Immerlinge. Okay, wenn du bereit bist, kehre durch das Portal zurück. Warm. Sprich mit den Häuptlingen. Start durchbekommen. Okay, darf ich jetzt mal gucken. Also überall, wo der Strahl ist, wenn ich das richtig sehe, können wir noch etwas machen. Es ist schon wieder einer hier weggeflattert. Das gibt hier bald eine kleine Katastrophe, wenn mir nicht schnell genug jemand hilft. Oh, diese traurigen, staubigen Melonen, die in der heißen Sonne vertrocknen. Wie könnte man ihnen nur helfen? Sie brauchen bald Wasser oder sie werden zu was auch immer für die Rosinen... Version einer Wassermelone ist. Gibt es Wassermelonenrosinen? Ich schätze, wir werden es bald herausfinden. Außer natürlich, jemand hier hat ein heldenhaftes Herz und eine funktionierende Gießkanne. Vielleicht jemand wie du? Also, Großling, was sagst du? Bist du der Held, auf den diese Melonen gewartet haben? Nö. Doch, natürlich. Ich bin Giesling. Feuchtigkeit ist mein Ding. Wir dürfen uns unser Ding nicht immer aussuchen. Darf ich dir die Hand schütteln? Nein? Verstehe. Es ist ein einsamer Job, der nasse Immerling zu sein. Oh Gott, ey, ich bin gerade etwas neben mir. Niemand lässt dich je sein Wildleder anfassen oder leiht dir ein Buch. Oder teilt eine Tüte Kartoffelchips mit dir. Aber ich habe eine Pflicht zu erfüllen, verdammt. Und das werde ich auch. Ich meine, sieh dir diese armen, ausgetrockneten Melonen an. Ich kann sie gerade nicht einmal Wassermelonen nennen. Sie haben gar nicht genug Wasser dafür. Es sind wasserlose Melonen. Offensichtlich ist die Aufgabe von mir, Giesling, dem nassen Immerling, sie zu wässern. Aber es gibt ein Problem. Sie sind einfach zu durstig. Und meine Immerlinge-Kanne kann gar nicht genug gießen, um ihren Durst zu stillen. Aber jetzt sehe ich dich hier mit dieser großen Großling-Gießkanne. Und ich habe das Gefühl, dass sie vielleicht das Zeug dazu hat, diese Arbeit zu erledigen. Also nimm deine Gießkanne und gib diesen trockenen Melonen eine erfrischende Dusche. Schenke ihnen einen Regenguss. Lass den nassen Segen auf das Feld plätschern. Okay, das kann ich auch direkt wieder. Hä? Stand doch gerade, ich habe mit denen gesprochen. Soll ich dich auch nochmal angießen? Was im Namen des Immerbaums ist hier passiert? Diese armen Wassermelonen, sie sind geplatzt wie überfüllte Wasserbomben. Ich glaube nicht, dass das jemand hätte vorhersagen können. Naja, bis auf Wahrsagling vielleicht. Nun, Großling, es tut mir leid, aber deine Gießkanne ist einfach zu nass für eine immerlinge Pflanze. Vielleicht gießt du mit dem Ding lieber ein paar Pflanzen in Großlinggröße. Hier bist du nur eine nasse Gefahr. Du machst dich lieber für eine Weile aus dem Staub. Ich brauche etwas Zeit, um mir eine Ausrede für Wassermelonenbesitzerling auszudenken.
Okay, und ich habe eine Brille bekommen. Was ist das hier immer? Ich weiß es nicht. Irgendwas hopst hier die ganze Zeit in der Gegend rum. So, Moment, du bist der. Moment. Aber da war doch gerade auch was. So, du bist der Nächste. Ein Großling? Träume ich? Bist du mit Karamell gefüllt? Nein? Nun, das ist enttäuschend. Das heißt wohl, dass ich weiterhin auf dem Feld arbeiten muss. Ah, muss ich. Sieh dir all das lange Gras an. Grauenhaftes Zeug. Hey, kannst du mit einer Sichel umgehen? Ich habe nämlich eine Menge Arbeit zu erledigen, auf die ich heute gar keine Lust habe. Was sagst du, Großling? Möchtest du meine Arbeit für mich erledigen, wenn das nicht so komisch wird wie beim ersten? Oh, danke. Ich bin Farmling und Landwirtschaft ist mein Ding. Was ich am meisten an der Landwirtschaft mag, ist das Sehen. Sehen macht Spaß. Samen einpflanzen? Ein reines Vergnügen. Aber das Ernten? Das Ernten ist das Schlimmste. Wieso habe ich mir die Mühe gemacht, die ganzen Samen einzugraben, wenn das ganze Gras danach wieder aus dem Boden rauskommt, weißt du? Ich würde viel lieber gar nichts tun. Aber ich schätze, ich sollte irgendetwas mit all diesen Immerlingenfutter anstellen. Zum einen ist es wirklich schwer, mehr Grassamen auszusehen, wenn da schon große Grasbüschel im Weg sind. Ich schätze, wenn ich ein paar Bündel Futter gefertigt habe, kann ich sie Milchling geben. Und dann habe ich endlich Ruhe. Die Immerkühe brauchen ihr Futter, Farmling. Wäh, wäh, wäh. Futter für die Immerkühe. Buhu. So ungefähr klingt Milchling. Also was denkst du? Kannst du dieses Feld für mich abernten? Benutze deine Sichel, um das lange Gras zu schneiden und bring mir dann die Büschel Futter. Dann kann ich endlich weiter faulenzen. Okay. Wunderbar, danke. Du bist ziemlich geschickt mit der Sichel. Jetzt, da du geerntet hast, was ich gesät habe, kann ich weitersehen oder einfach weiterhin nicht ernten. So oder so habe ich endlich wieder etwas Freizeit. Vielen Dank, Großling. Wir machen ja einfach mal weiter. So. Das kommt ja immer wieder. Okay, dann machen wir halt nicht weiter. Nee, unter Ernte ist aber nur, wenn ich sowas finde. Reise des Alchemisten. Na gut, da hinten ist noch was. Okay, durchs Wasser können wir auch durch. Sehr gut. Sieh dir an, wie groß du bist. Du musst die Person sein, nach der ich suche. Also, Großling, was hältst du davon, Gebrauch von deinen gigantischen Armen zu machen? Okay. Ich bin Fangling und Kescher sind mein Ding. Als ich das Tor zum Immerbaum öffnete, flog ein ganzer Schwarm Insekten heraus und landete in diesen Obstgarten. Ich soll sie fangen und von hier wegbringen, aber es ist so peinlich. Ich bin zu klein, okay? Ich kann eure gigantischen Großlingkäfer nicht in meinen Kescher festhalten. Ich sehe, du hast einen Kescher. Wenn du einen Käfer für mich fangen kannst, kann ich ihn vielleicht zähmen und den Schwarm von hier wegführen. Halt deinen Kescher von Anfang an bereit. Schleich dich mit erhobenem Kescher an sie heran und dann Bäm, auf sie mit Gebrüll. Okay. Ah. Aber wo sind welche? Ich höre die zwar. Ah,
die Raupen. Haha. Verstärkung gesucht. Okay, perfekt. Okay. Ach so. Die fliehen. Jetzt verstehe ich das auch. Die sind die ganze Zeit geflohen, weil ich das noch nicht hatte. Hallo. Mal sehen, was du gefangen hast. Hallo. Ah, so zappelig. Ja, das ist ein Insekt. Jawohl. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wie ich es zähme. Nun, du warst mir eine große Hilfe. Sorge dafür, dass du diesen Kescher behältst. Wenn die Insekten auf der anderen Seite des Immerbaumtores alle sind, so wirst du ihn brauchen. Okay, dem Fischerling, dem Brohling und dem Hackling müssen wir noch helfen. Und wir können theoretisch, da sehe ich nämlich gerade noch eine. Haha. Wenn du wo auch immer, achso, der Baum würde es so wollen. Okay, ja, aber ich bin ja noch nicht fertig. Ich muss ja erst noch gucken. Drei Stück. Komme ich hier direkt hoch? Ja. Oh. Ich glaube, ich hätte nach zwei Schlägen aufhören sollen, wa? Es sieht doch gar nicht. Oh, sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ach, dreh dich um, komm. Hallo? Wer hat die Mucki? Mucki ist mich, Brohling, den stärksten in ganz wo auch immer herauszufordern. Wie wäre es mit dir, Winzling? Haha. Hey, der kümmerliche Großling beißt an. Ich sehe den Hammer in deinem Werkzeugkasten. Aber ich bezweifle, dass du mit ihm umgehen kannst. Und ich bezweifle vor allem, dass die Delta-Muskeln eines Bücherwurms wie dir definiert sind, um besser zu schwingen als pure Muskelmaschine. Wie ich es bin. Was sagst du, Streberling? Bist du bereit, dich der Herausforderung zu stellen? Habe ich endlich einen neuen Kontrahenten? Klar. Ha, das werden wir noch sehen. Ich bin Brohling und stallharte Muskeln sind mein Ding. Sieh dir meinen prallen Bizeps an, Weichei. Ich bin in der besten Form meines Lebens. Es gibt keinen einzigen Immerlinge. Es gibt keinen einzigen Immerlinge, okay. Der es auch nur annähernd mit dieser bebenden Masse an Muskeln aufnehmen könnte. Und glaub mir, sie haben es versucht. Ich habe sie alle gezwungen, gegen mich anzutreten. Denn so überleben die Starken. Jetzt bist du dran, neben mir zur ablassen Flasche. Nimm diesen Hammer, den du bestimmt kaum heben kannst. Und versuch dich an diesen Felsbrocken da drüben. Und dann, wenn du nicht einmal einen Kratzer hier hineinschlägst, werde ich dich mit Hilfe meiner perfekt definierten Bauchmuskeln brüllend auslachen. Hallo? Das heißt, ich muss jetzt nochmal das machen, was ich eben gemacht habe. Nun gut, ich verstehe. Hast den Felsbrocken zerschlagen, hm? Du hast mir definitiv gezeigt, wer der Boss ist, Vince. Ich meine, Großling. Wie wäre es, wenn ich dir unauffällig einen Preis gebe und wir nie wieder davon sprechen? Und vielleicht fange ich an, mich von jetzt an den stärksten Immerlinge wo auch immer zu nennen. Ja gut, dann auf Nimmerwiedersehen. Bitte sag niemandem etwas davon. Bis dann. Okay. Tada. Hallo? Na, sieh mal einer an, was die Flut hier angespült hat. Ahoi, du bist also der Großling, der dem Baum dient, ha? Hab mich nie viel um Bäume geschert, bin selber eher der Gewässertyp. Ich bin Fischerling, weißt du, und Fische sind mein Ding. Ich bin der beste Fischer diesseits des Meeres und immer gewillt, es zu beweisen. Was sagst du, Großling? Lust auf einen kleinen freundlichen Wettkampf? Ja. Kannst du dem Köder nicht widerstehen, was, Landratte? Kann ich dir nicht verdenken. Wie wäre es damit? Sehen wir, wer zuerst einen mächtigen Fang landen kann. Du hast eine Angel, oder?
Du wärst kein guter Angler, wenn du keine hättest. Und weil ich heute großzügig bin, gebe ich dir einen kleinen Angeltipp. Die Fische werden kämpfen, wenn du sie an der Angel hast. Also pass auf, dass du die Angel immer in die richtige Richtung ziehst. Dann sehen wir mal. Der Wind weht von Osten und es ist nach 4 Uhr morgens. Also sind lebende Köder zu empfehlen. Bist du noch da? Lebende Köder, okay. Ist das einfach so? Okay. Na? Weißt du an? Achso. Ah, okay. Das sollte ein Pfeil sein, wohin ich ziehe. Wuhu! Ich habe meinen ersten Fisch gefangen. Auch wenn es etwas seltsam war. Ist das ein Skalar oder was? Ah, in den Rucksack. Achso. Okay. Warte, du bist schon fertig? Ja. Aber ich habe noch gar nicht angefangen. Wieso bin ich so schlecht darin? Ich trage das Wort Fisch in meinem Namen. Diese Runde geht an dich, Großling. Und vermutlich alle folgenden Runden auch. Ich hoffe, deine Angel betrügt dich nie so, wie es meine getan hat. Ja, wir bekommen ja geile Sachen hier. Moment, da oben ist noch ein Strahl. Dürfte dann der letzte sein. Hui. Ich glaube, der ist unten drin. Kann das sein? Okay. Au. Hallo? Oh nein, so geht das gar nicht. Oh, hallo. Komische Frage. Du kannst nicht zufällig unfassbar gut mit einer Axt umgehen, oder? Ich brauche nämlich jemanden, der das kann, und ich bin verzweifelt. Verzweifelt genug, dass ich dich nicht fragen werde, warum du einfach so eine Axt mit dir herumträgst. Oder warum du damit so gut umgehen kannst. Also, was sagst du, Großling? Willst du deine Axt für etwas Gutes verwenden? Okay. Großartig, ich bin Hackling und das Hacken ist mein Ding. Aber, um das klarzustellen, normalerweise hacke ich nur kleine Dinge, völlig ungefährlich. Ich kann verstehen, dass Hackling als Name etwas erschreckend klingen könnte. Wie auch immer. Ich habe folgendes Problem. Dieses Pilzfeld ist einfach hier gewachsen und mit all seinen lecker aussehenden Pilzen. Also dachte ich mir, Suppe, richtig? Richtig. Aber was auch immer sie so schnell hat wachsen lassen, hat sie etwas zu groß für meine kleine Immerling-Axt gemacht. Kannst du das glauben? Aber hier bist du, ein wandernder Riese mit einer Axt und hey, ich verurteile niemanden, besonders nicht, wenn es bedeutet, dass ich an meine Pilze komme. Versetz ihn einfach einen guten Schlag. Vielleicht fällst du einen neuen und bringst mir seine leckeren Stücke, damit ich sie noch kleiner hacken kann. Leg dich richtig ins Zeug, bau all die aufgestauten Aggressionen auf sichere Art und Weise ab. Hack, hack. Okay. Meinen die jetzt die... Ja, die Pilze. Okay, verstehe. Ich dachte, ich müsste jetzt die Rosanen machen. Hey, du hast es geschafft. Nicht, dass ich hier an dir gezweifelt hätte. Mein axtschwingender Freund. Haha. Du hast ziemlich gute Holzfällerfähigkeiten bewiesen und das heißt schon etwas, wenn es von jemandem kommt, der das Wort Hacken im Namen hat. Ich meine, ich bin vielleicht Hackling und hacken kann ich alle Male, aber du bist auch nicht übel. Und wir haben erneut eine Quest abgeschlossen. Okay, so sieht es dann aus, wenn wir die Pilze komplett kaputt machen. Einmal B drücken. Die Frage ist jetzt nur, wo
Ach da. Da können wir abschließen. Eine Bank haben wir erhalten. Okay. So, wenn du bereit bist, kehre durch das Portal zurück. Ja, das werden wir auch machen. Da ist das Portal. Es ist schon irgendwie eine richtig süße Welt, muss ich sagen. Boah. Aber das ist gut, dass man wenigstens nicht im Wasser sterben kann. Ich war schon auf alles vorbereitet. Ja, hier sollte eigentlich das Portal sein. Zumindest wird hier... Zumindest strahlt es hier. Ob das tatsächlich das Portal ist, weiß ich noch nicht so genau. Aber ich werde hier auf jeden Fall erstmal einen kleinen Cut machen, bevor wir wieder zurückgehen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir wieder zurückkehren. Bis dann. Ciao.